Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nachdem mein letztes und allererstes Q&A-Video bei euch richtig gut angekommen ist, wo ich euch meine privaten Fragen, die ihr an mich hattet, beantwortet habe, habe ich jetzt den zweiten Teil der Q&A-Reihe für euch. Und zwar geht es heute rein um all eure Make-up-Fragen. Da ich ja mittlerweile schon seit 10 Jahren Make-up-Artist bin und durch meinen Beruf einfach schon sehr viel Erfahrung gesammelt habe, weil ich ja schon viel, viel länger noch schminke, als was ich wirklich das Diplom als Make-up-Artist absolviert habe, möchte ich euch einige Profi-Tipps, Tricks und Fragen beantworten, die ihr an mich habt. Und die habe ich zusammengesammelt aus meinen Videos, wo ihr immer wieder kommentiert habt. Und ich habe euch auch auf Instagram gefragt, was ihr für Make-up-spezifische Fragen an mich habt, die ihr gerne beantwortet haben wollt. Und da habt ihr auch ganz, ganz toll reagiert und einige davon, leider kann ich nicht alle auf einmal beantworten, weil es sehr, sehr viele waren, aber einige davon möchte ich in diesem Video jetzt beantworten und wir starten los. Was würdest du für Make-up und Tagescreme bei Mischhaut bis öliger Haut und großen Poren empfehlen? Mischhaut und ölige Haut tendieren dazu, sehr viele Fette über den Tag zu produzieren. Das heißt, wenn man Tagescreme bzw. Make-up verwenden möchte, sollte man darauf achten, dass diese Produkte schon einmal über den Tag der Haut Öle entziehen. Bei einer Tagescreme, sprich bei einer Creme, die man unter dem Make-up verwendet, sollten Leute mit öliger Haut und wahrscheinlich auch mit Mischhaut eher auf gelartigere Texturen zurückgreifen. Am besten noch einen entfettenden Toner verwenden. Alkohol in Tonern ist in dem Fall gar nicht böse, weil Alkohol dafür sorgt, dass während dem Tag die Öle ungefähr in Schach gehalten werden und die großen Poren nicht noch mehr verstopfen und eher ausgetrocknet werden. Beim Make-up für Mischhaut und ölige Haut würde ich immer zu etwas Mattierendem greifen. Das können ruhig ein bisschen dickere Konsistenzen sein, also alles, was nicht unbedingt rinnt, aber dafür matt draufstehen hat oder 24 Stunden halt. Das sind alles Indizien dafür, dass die Foundation, sprich das Make-up, für Mischhaut und für ölige Haut geeignet ist. Oder haben wir mal eine richtig lange Frage. Es geht darum, dass diese Person Hautveränderungen im Gesicht hat. Psoriasis und Neurodermitis, das sind alles Hauterkrankungen, wo die Haut einfach ständig entzündet ist, beginnt sich zu schälen, zu schuppen. Ich habe selber als Kind ganz, ganz stark unter Neurodermitis gelitten. Als Jugendliche habe ich es dann eher in den Griff bekommen und jetzt bekomme ich so 2-3 Mal im Jahr ein paar Schübe. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn die Haut so trocken ist, spannt, schuppt, entzunden. Und ganz ehrlich, da drüber zu schminken ist wirklich keine gute Idee. Wenn das Ganze am Abklingen ist und man eigentlich dazu neigt, aber die Haut gerade noch in Ordnung ist, und da rede ich noch von nicht in einem normalen Zustand, sondern wirklich so, dass man sagt, okay, man möchte die paar Stellen ein bisschen abdecken, dann habe es ich immer so gemacht, dass ich eine gute Reinigungsmilch verwendet habe. Bitte keine starken, tensidhaltigen Waschgels. Nichts, was durchsichtig ist in der Konsistenz oder gelartig, sondern eher reichhaltige Creme und milchige Konsistenzen hat. Und ganz gut war da auch noch von Sebamed ein Waschgel, also alles, wo keine Parfum, keine Duftstoffe drinnen sind, die das Ganze noch zusätzlich reizen. Und was Make-up betrifft, hat mir ganz, also in dieser Zeit, wo ich diese schuppigen Stellen habe und wo die Neurodermitis wieder ein bisschen kommt, trage ich ganz gerne ein Make-up aus der Drogerie, aber ich kann halt, wie gesagt, nur von mir sprechen und einen Tipp geben, es sollte auf jeden Fall ein feuchtigkeitsspendendes Make-up sein und darunter auch eine feuchtigkeitsspendende Creme aufgetragen werden. Mir hat das Maybelline Fit Me Smooth and Luminous, ich blende hier ein, wenn ich es finden kann, das hat bei mir ganz gut geholfen und natürlich die Haut nicht abpudern, ja. Welches ist ein Must-Have-Make-up-Produkt bzw. auf was könntest du nicht verzichten? Ich habe lange herum überlegt, was das für ein Produkt sein könnte. Grundsätzlich ist natürlich Wimperntusche unerlässlich, was einen schönen Augenaufschlag macht. Aber ich glaube, auf was ich gar nicht verzichten könnte, ist meine BB-Creme. Welches ist die Augenbase, die am stärksten abdeckt? Bezüglich bräunliche Verfärbungen am Augenlid, die man zuerst abdecken möchte, bevor der Lidschatten dann aufgetragen wird. Du hast es schon geschrieben, P. Louise soll eine ganz, ganz gute Augenbase sein. Wo man die bekommt, auf jeden Fall mal online stöbern. Ich blende sie euch hier ein, das ist die P. Louise Base. Ansonsten kann ich den Kevin O'Quan Concealer Corrector noch sehr empfehlen. Das ist ein mega extrem deckender Camouflage-Concealer.
Concealer, der auch super als Make-up-Unterlage, also als Lidschattenbase funktioniert. Ich habe super fettige Augenlider, benutze gerade von Art Deco eine Base, ansonsten den Concealer von Benefit, brauche dringend Hilfe. Als erstes mal ein großer Tipp an dich. Eine Lidschattenbase, sprich ein cremiges Produkt, kann nur worauf haften, wo kein Öl schon mal drunter liegt. Das ist mal der erste Schritt. Das heißt, deine Augenlider solltest du, bevor du noch eine Base und Lidschatten auftragst, auf jeden Fall entfetten. Und wenn du reinigst und dann vielleicht noch mit einem Toner drüber gehst, dann ist das Augenlid wirklich sauber. Die Öle sind momentan noch nicht da. Und beste Eyeshadow Base, die leicht mattierend wirkt, ist für mich die Urban Decay Primer Potion, die klassische Primer Potion. Ich habe zum Beispiel sehr trockene Augenlider, davon wenn ich die Urban Decay Primer Potion Anti-Age, der ist ein bisschen feuchtigkeitsspendender, aber die klassische Primer Potion ist wirklich toll. Ich kann nur empfehlen, wenn man ölige Augenlider hat, Base und sofort mit Lidschatten drüber arbeiten. Oder wenn man nur korrigieren möchte und wenig Lidschatten verwendet, muss das Augenlid trotzdem abgepudert werden. Nur wenn eine pudrige Textur auf dieser Base sitzt, dann hält das auch wirklich bombenfest und die Öle werden vom Puder quasi aufgesaugt und können nicht das Make-up verschmieren. Was hast du schmink-styling-technisch immer in deiner Handtasche? Nachdem ich keine großen Bags habe, ganz, ganz selten, sondern hauptsächlich eigentlich nur jetzt im Moment sehr gerne so Bauchtaschen trage und wirklich sehr, sehr kleine Handtaschen, habe ich immer, immer, und das ist glaube ich das einzige Produkt, das ich immer mit habe, meinen Lippenpflegegloss von Luscious Lips. Wenn ihr euch mal diese Frage gut durchlest, Meinung und Erfahrung bezüglich Baking, da geht es darum, viel loses Puder unter den Augen aufzutragen, damit der Concealer nicht in den feinen Fältchen rutscht. Trotz guter Pflege funktioniert das nicht wirklich mit normalem Puder, sonst keine Probleme. Die Frage beantwortet sich eigentlich schon selbst, ja. Puder ist dazu da, um Feuchtigkeit und Öle von der Haut wegzunehmen und fixiert dadurch. Wenn man jetzt aber eine trockene Partie hier unten hat und das baked, dann fehlt hier jegliche Art von Feuchtigkeit. Es wird komplett trocken. Es geht sogar so weit, dass man teilweise einfach die Augen nicht mehr bewegen kann und das hier sehr, sehr unangenehm wird. Ich persönlich, ich hasse Baking und das kann ich jetzt ganz offiziell sagen. Baking macht für normales Standard-Make-up keinen Sinn, wenn man nicht komplett ölige Haut hat oder wenn man auf einer Bühne steht oder Drag-Make-up macht. Ansonsten, außer Theater, Drag und diese Bühnen-Make-ups, braucht man die Baking-Technik eigentlich im Alltag überhaupt gar nicht. Es ist viel geschickter, wenn man einfach nur ein normales Puder, könnt auch ein loses Puder verwenden und damit den Concealer leicht fixieren. Je dünner die Schicht, umso besser und schöner wird das Ergebnis und es schaut nicht trocken aus und es tut nicht weh und spannt. Also ich persönlich halte nichts vom Baken, zumindest nicht im normalen Hausgebrauch. Ich habe Sommersprossen im Gesicht, die ich nicht abdecken, sondern zeigen möchte. Erstmal hervorragend. Ich freue mich total, dass du deine Sommersprossen zeigen möchtest, weil die sind super, super, super schön. Im Moment seht ihr eh den Trend, alle malen sich Sommersprossen ins Gesicht, weil sie es nicht haben. Und die Leute, die Sommersprossen haben, tendieren normalerweise dazu, sich die komplett abzudecken. Also erstmal Kompliment, dass du deine Sommersprossen zeigen möchtest. Wie kannst du dich jetzt schminken, wenn Foundations ein bisschen zudeckend für dich sind? Ich kann leichte Texturen empfehlen, BB-Creams oder im besten Fall zum Beispiel auch dieses Produkt hier, das ist von La Roche-Posay, ein Sonnenschutz, weil gerade wenn du Sommersprossen hast, kann ich mir vorstellen, dass deine Haut sehr empfindlich ist auf UV-Strahlung, also auf Sonne, und du leicht einen Sonnenbrand bekommst. Ein ganz heißer Tipp, das Chaka Fluid, das getönte Chaka Fluid, das hat eine leichte Farbe, deckt überhaupt nicht ab, aber es perfektioniert ein bisschen den Teint. Und ansonsten kann ich dir nur empfehlen, Spot Concealing zu machen, nämlich nur dort Concealer aufzutragen in deiner Hautfarbe, nicht zu hell, wo du ein paar Unreinheiten hast oder Kleinigkeiten, die du abdecken möchtest, wirklich nur gezielt abdecken und den Rest einfach eine gute Feuchtigkeitspflege drunter aufzutragen und ja, auf deine Haut zu achten, dann brauchst du wirklich nicht oft Foundation oder Make-up verwenden. Da gibt es viele Lieblingsmarken. Oh Gott, meine allerliebste Lieblingsmarke aus der Drogerie. Wenn ich jetzt dabei beachte, wie viele Produkte von einer einzigen Marke mir gut gefallen,
dann wird es wahrscheinlich Essence sein. Ja, wirklich. So viele Lieblingsprodukte von dieser einen Marke, unter anderem mein Bronzer, den ich schon seit 100 Jahren verwende. Ich hoffe, den nehmen sie niemals aus dem Sortiment. Mein Liquid Liner, auf den ich schwöre, ist von Essence. Bei mir schaut das Make-up immer so gefleckt aus und bleibt alles immer in den Augenbrauen hängen. Ich kann mir schon vorstellen, wie das ungefähr aussieht. Das liegt aber einfach an einer unsauberen Auftragetechnik, nehme ich mal stark an. Wenn man jetzt einfach Make-up mit den Händen am ganzen Gesicht verteilt und dann denkt, okay, ist fertig, dann bleibt das natürlich hier in den Augenbrauen, ja, ist völlig klar. Oder die zweite Geschichte könnte auch noch sein, dass das Make-up über den Tag, wenn man zum Beispiel öligere Haut hat oder eine glänzende T-Zone, dass die Foundation einfach mit der Zeit in den Augenbrauenhärchen, in die Augenbrauenhärchen reinrinnt. Dann hilft natürlich Puder, wenn man die ölige T-Zone abpudert. Und dann kann ich noch dazu sagen, dass man vielleicht die Augenbrauen einfach nach dem Schminken durchbürstet, mit einem Augenbrauengel fixiert und damit halt diese feinen Puderpartikel, feinen Make-up-Partikel auch wegbekommt. Oder man verwendet einfach ein Q-Tip, also ein Wattestäbchen, und geht nach dem Schminken einfach mal über die Augenbrauen mit einem angefeuchteten Wattestäbchen. Ansonsten, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, die Frage. Dass das Make-up gefleckt ausschaut, hat auch ganz oft mit der Auftragetechnik zu tun. Ich sehe es immer wieder, dass man halt so einen Klecks auf die Hand gibt und dann so und fertig. Auf den Stellen, wo die Haut relativ trocken ist, saugt das Make-up in die Haut rein, wird deshalb gefleckt. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass Make-up fleckig wird. Entweder ist die Haut drunter nicht gut gepflegt und eher trocken, oder man tragt es einfach nicht richtig auf. Wenn ihr Foundation auftragt, sprich Make-up. Wenn ihr es mit den Händen macht, dann bitte auch einarbeiten und nehmt euch halt ein bisschen mehr Zeit, um das perfektionieren, weil dann hat man halt auch länger was davon und es wird nicht gefleckt mit der Zeit. Oder ich kann auch immer empfehlen, der Beauty Blender ist euer Freund, also einen angefeuchteten, ausgewrungenen Beauty Blender, damit das Make-up aufzutragen und in die Haut einzubouncen, also einzuarbeiten, in drückenden Bewegungen, nicht so schmieren. Hast du einen Tipp gegen das Abfärben von Waterproof Mascara unterm Augenlid über den Tag? Definitiv. Was ist Waterproof Mascara? Wasserfest heißt nichts anderes, als dass es mit Wasser nicht lösbar ist, aber mit Öl. Und das ist der springende Punkt, warum wasserfeste Wimperntusche hier unten manchmal klebt oder hier oben manchmal klebt, weil eure Haut über den Tag Öle produziert. Wie kann man das jetzt stoppen, während man die Mascara trägt? Indem man einfach auf die ölige Haut ein Puder legt, das den Ölüberschuss wieder wegnimmt und dadurch die Mascara einfach nicht zerstört. Kurze Frage, bin ich ein warmer oder ein kalter Hauttyp? Jetzt hätte ich auf dein Profil gehen müssen und mir ein paar Fotos raussuchen, wobei anhand von Fotos und Belichtung das nicht so einfach zu sagen ist. Einen kurzen Anhaltspunkt dazu. Ich werde vielleicht in einem detaillierten Video noch ganz genau auf diese Hautfärbungen eingehen. Kalt, warme Typen, welche Farben stehen euch? Das ist noch ein riesengroßes Thema auf diesem Kanal. Also falls ihr noch keine Make-up-Lover seid und dieses Video zum ersten Mal seht, bitte abonniert gerne meinen Kanal, dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, wenn ein neues Video kommt. Und damit dann auch einen Hinweis darauf, wenn die ganzen spezifischen Videos genau zu diesen Hauttypen kommen. Jetzt mal vorab ein kleiner Anhaltspunkt zwischen warm und kalt. Wirkt eure Haut bläulich rosa, sind oft hellere Typen. Steht euch Silberschmuck einfach viel besser als Goldschmuck, dann seid ihr wahrscheinlich ein kühler Hauttyp, ein kalter Hauttyp. Steht euch Goldschmuck super gut? Habt ihr so einen leicht olivfarbenen, orangen Ton in eurer Haut? Das ist wie eine Wasserfarbe, die sich so ein bisschen abzeichnet. Bei mir sieht man es ganz gut auch. Ich bin ein absolut warmer Typ. Ich habe so goldgelben Unterton. Dann seid ihr ein warmer Farbtyp. Empfehlung für eine gute Foundation, die natürlich aussieht, ja, ist jetzt schwer, weil man immer von dem Hauttyp ausgehen muss und welchen Zweck die Foundation erfüllen muss, außer natürlich auszusehen. Den größten Tipp, den ich euch geben kann, um einen Foundation natürlich zu machen, ist, sehr, sehr wenig in sehr dünnen Schichten aufzutragen. Vielleicht gar nicht mit einem Beauty Blender, sondern eventuell mit einem Pinsel.
um eine ganz, ganz hauchdünne Schicht aufzutragen. Wie vermeide ich es mir beim Wimperntuschen, den oberen Wimpernkranz voll zu schmieren? Habe ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, was Wimperntuschen macht oder so kleine Tricks. Das letzte Mal habe ich es auf Instagram erwähnt, wie so mein Nummer 1 Trick ist. Ich zeige es euch mal gerne. Würde man jetzt einfach so Wimperntuschen, gerade vor dem Spiegel, dann passiert es ganz oft, dass man, wenn man hier ja dicht an die Wimpern rangehen will, sich hier oben den Wimpernkranz richtig vollschmiert. Mein Nummer 1 Tipp zum Wimperntuschen ist ein Handspiegel. Und zwar kann es schon mal helfen, wenn man nicht gerade vom Spiegel tuscht, sondern wenn man ein bisschen hinunterschaut. Das heißt, den Kopf trotzdem gerade lassen und nur mit den Augen nach unten schauen. Damit bekommt ihr hier viel, viel mehr Platz. Und wenn man jetzt Wimpern tuscht, kommt man oben gar nicht mehr an. Was sind deine drei Favorite Make-up-Marken, die du gerne verwendest? Oh, da müsste ich auch mal wieder ein bisschen unterscheiden zwischen Privat-Make-up, also womit ich mich ganz gerne schminke, für meinen Hauttyp und so weiter, und Make-up-Marken, mit denen ich andere Personen, sprich in meiner Arbeit, schminke. Ich liebe Maybelline. Essence habe ich vorher schon erwähnt, deswegen gebe ich es da jetzt nicht rein. Hab damit noch eine Make-up-Marke mehr, die ich erwähnen kann. Dann NYX Professional Make-up. Ich liebe die Paletten, die Farben, die Augenbrauenprodukte. NYX ist wirklich eine tolle Marke, mit der ich seit vielen, vielen Jahren arbeite. Und dann würde ich noch sagen, auch aus der Drogerie L'Oreal. Hast du Empfehlungen für ein Pinselset? Ich verlinke euch sehr gerne unten zwei Pinselsets, mit denen ich persönlich auch ganz gerne arbeite. Die sind super günstig und von Amazon. Eines ist ein Blender-Pinselset, das habe ich in meinem letzten Video schon einmal, in einem meiner Videos schon einmal verwendet. Und das andere ist ein ganz basic Pinselset mit wirklich großen Pinseln, also gerade fürs Gesicht perfekt geeignet. Beide verlinke ich euch unten in der Infobox. Welchen Primer würdest du für mich halt empfehlen? Auf jeden Fall etwas, das mattiert. Und wenn es wirklich eine klassische Mischhaut ist, mit zum Beispiel hier trocken, hier ölig, dann würde ich auch mischen, das sagt ja schon das Wort Mischhaut, auf den trockenen Stellen eine feuchtigkeitsspendende Creme aufzutragen und auf den öligen Stellen einen mattierenden Primer. Gibt es da ein Produkt, das ich empfehlen würde? Von Catrice gibt es einen mattierenden Primer. Ich glaube, der ist so weiß. Ich schaue mal, ob ich den finden kann, sonst verlinke ich euch hier mal einen. Den finde ich ganz gut, vor allem so um die T-Zone, um die Nase herum am Kinn. Wie lerne ich den perfekten Lidstrich und welche Produkte sind top? Essence Liquid Ink Waterproof, und hier habt ihr das Lidstrich-Video dazu, wie man perfekt einen Lidstrich mit Wing lernt. Welche ist deine Lieblings-High-End-Marke? Wieso darf ich immer nur eine aussuchen? Zwischen High-End und High-End gibt es auch nochmal einen Unterschied, also die ganz Luxury Brands oder die High-End Brand. Ah, Urban Decay. Eine Drogerie-Foundation für ölige Haut. Catrice Liquid HD, Liquid Coverage HD. Oder die Maybelline Fit Me für ölige Haut. Das ist die Matte & Poreless, genau. Gibt es Tipps, wenn man Puder benutzt, dass das Endergebnis nicht so pudrig aussieht? Auf jeden Fall! Und zwar ganz zum Schluss vom Make-up, eben nachdem alle Puderpartikel auf der Haut liegen, ein tolles feuchtigkeitsspendendes oder Fixing Spray verwenden. Ich habe ein eigenes Video nur zu Sprays gemacht. Ich weiß, ich verlinke sehr, sehr viel zu anderen Videos, aber das hat natürlich einen Sinn, da ich ja schon einige Fragen von euch ein bisschen beantwortet habe, und wenn ihr da detaillierte Infos dazu haben wollt, dann klickt ihr einfach weiter und in die Verlinkungen und kommt dann zu Videos, wo ich das ganz detailliert für euch schon erklärt habe. Hast du Schminktipps für Plus-Size-Mädels? Das war eine sehr interessante Frage, die ich da auch mal beantworten wollte. Generell ist es egal, welches Gewicht, welches Alter, whatever, wie ihr aussieht. Das ist wirklich so völlig egal. Ihr müsst euch echt wohlfühlen mit eurem Make-up und es soll eure Vorzüge hervorheben und eventuell kleine Makel einfach abdecken und verschwinden lassen. Und das ist das Zauberwort. Denn ich denke mal, du wolltest einfach mal einen Schminktipp, wie du wahrscheinlich schmäler aussehen möchtest und deine Vorzüge hervorheben kannst. Dazu kann ich euch zum Beispiel den Tipp geben, euch mein Contouring-Video anzuschauen. Da erkläre ich
ganz genau, wie konturiert wird. Und ansonsten, egal ob plus size oder normal oder dünn oder dick oder whatever, ihr seid alle herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und ich freue mich riesig, dass ich euch meine Tipps und Tricks weitergeben durfte. Ich hoffe, ich habe einige Fragen jetzt beantwortet. Wenn ihr noch mehr habt, dann stellt mir die sehr gerne wie immer unten in den Kommentaren. Ich versuche so gut wie alles zu beantworten. Ich hoffe, dieses Q&A hat euch gut gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen und bis dahin, alles Liebe!